Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Surviving Mars. Ja, wir haben in der letzten Woche, sagen wir jetzt mal, hier Edelmetalle endlich zum Abmacht. Hatten ein paar Probleme mit der Stromversorgung irgendwie. Hier haben wir jetzt ein paar Tanks, die doch ordentlich voll sind mittlerweile. Lustigerweise haben wir Wasser. Und ich habe irgendwie Vermutung, die liegt hier oben wieder begraben. Jawohl. Wie immer liegt sie oben begraben, das Problem. Aber wir haben aktuell genug, um eine Rakete loszuschicken und eine neue Frachtrakete zu holen, die uns ein bisschen noch unter die Arme greift. Adios, amigos! Startvorgang läuft. Puff. Da hebt das Ding ab, du. So. Wir sind auch kurz davor, dass wir endlich die Beidüsenantrieb haben, dass wir das Shuttle Hub bekommen. Was natürlich mega geil ist. Ich würde da gerne nach den danach erforschen. Stausabstoßung wäre gleich ganz cool. Schaltet in Farmen Hydrokulturfarmen neue Nutzpflanzen frei, für bessere Erträge liefern. Ist gleich auch dann auch ganz cool, was wir machen sollten. Notfallausbildung. Sicherheitsoffiziere und Mediziner erhalten plus 10 Leistungen, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Neues Gebäude Krankenhaus. Ja, wir sind fast so weit, dass wir endlich das erhalten, was wir alles brauchen. Habe ich noch irgendeine oberflächliche Forschung hier, die ich machen könnte? Schaut aktuell eher weniger aus. Haben wir nicht hier irgendwie... Was ist denn hier noch im Bau? Ah, da brauchen wir Maschinenteile für. Essen schaut aktuell ganz gut aus. Ist das Verbrauch? 29 Verbrauch alleine. Holy shit, an Essen. Ich werde mal einfach mal eine eigene Futterkapsel oder sowas in der Art. 38 Gebäude. What? Leute, wir haben so viel Eisen. Was ist? Also ja, das ist genau dieses Problem, was ich die ganze Zeit erwähnt habe. Wo ist denn der eigentlich? Wir müssen jetzt den hier. Hat den jetzt die ganze Zeit nicht ausgehört habe und ich hätte eigentlich die ganze Zeit hier. Ja, Ressourcen sammeln können. Geil. Oder wir machen hier noch eine Kuppel. Da würde ich dann aber auf so eine Trigon. Holy shit, ist die riesig. Sind das die neuen Kuppeln jetzt alle oder was ist das jetzt? Die Zylinderkuppel kennen wir schon, die mittlere Kuppel. Die ist halt um einiges größer, du. Die sollten wir dann hier hinsetzen, glaube ich. Das wäre ein guter Platz dafür. Wenn der Pump voll wie scheint, dann kann er das Zeug hier nach da oben liefern. Okay, zwei Raketen zur Landung frei. Was hältst du bereit? Oh, scheiße, wir haben schon wieder was geliefert geholt. Hupsala. Ja, das ist jetzt hier nicht so schlimm. Wir stehen super da. Oh, ist meine Forschung fertig? Warum sagt mir das keiner, dass meine Forschung fertig ist? Wie cool ist das denn? Raffinerie und Fabrik-KI erhöht die Leistung um 20%, okay. Dann erforschen wir das noch als nächstes dann. So, jetzt rauschen sie los. Um die Teile zu kriegen. Schauen wir mal, ob wir wieder eine Mission freigeschaltet haben. Ich glaube, dass wir alle wieder erledigt haben. Wie so oft. Ja, das Lager ist fertig gebaut worden. Was ist das? Treibstoff. Es braucht einen Stromanschluss? Warum sagt mir das keiner davor? Ah, Halleluja. Achso, warte mal, das ist. Ich hab gleich gerade. Nee, will ich nicht.
Ich wollte eigentlich das Kabel bohren. So. Macht mal das Stromkabel fertig. So, jetzt bringt es nicht, das ist schön ins Lager auch alles. Zack, jetzt wird das Lager aufgefüllt. Alter, die Musik geht wieder ab. Aber stopp. Ja, stimmt, warte mal. Ha! Ich kann endlich einen Drohnen abbauen. Und was finde ich denn eigentlich jetzt? Hier Shuttle Hub. Hat der einen Radius? Eine Prio kriegen. Konzentriert euch mal darauf, das Ding zu bauen, bitte. Resources are low. Aber so wenig Elektronik gerade schon wieder. Ach, holy. So, okay, jetzt kann ich den Drohnen auch wieder auf normal stellen. So. Okay, ah, der braucht wieder einen Stromanschluss. Ich erwarte jedes Mal, dass es mal was gibt, was keinen Stromanschluss braucht. Ja, okay, aber die zwei Kabelchen, die da sind, dann. So. Treibstoff haben wir ja genug. So, die kümmern sich jetzt darum, dass die Ressourcenverteilung dementsprechend gut ist. Ein Shuttle bauen. Ich hätte gern, dass wir noch drei bauen. Aktuell mal. Globale Last ist natürlich hoch, weil aktuell noch nicht so viel hier ist. Durch die Dazusetzung von Teilen jetzt kann natürlich die Drohnenlast jetzt dann hoffentlich bald verringert werden. Abladen hier. Schon werden die Probleme ein bisschen gelöst. Wasser steigt wieder, die Solarpaneele funktionieren wieder. So wollen wir das. Endlich sind die Shuttles da. Das ist doch perfekt. Mit den neuen Abtrünniger. Haben wir keinen Sicherheitsposten, der bemannt ist? Das ist doch schon wieder eine Frechheit. Sicherheitsstation? Haben wir nicht eine Sicherheitsstation irgendwo drüber gebaut? Ne, hier ist ein Sicherheitsposten wieder gebaut, okay. So, die Drohnen sollten sich aber jetzt gut darum kümmern können, die Verteilung hochzuhalten. Denke ich mal. Ist cool, wenn die Drohnen auf einmal vorbeischießen und so kuckuck mäßig die Sachen abliefern. Also Drohnen, wie gesagt, werden uns jetzt das Leben um einiges erleichtern, weil die einfach echt Premium sind. Die liefern Sachen von A nach B, sie bringen halt echt ein bisschen mehr Vorteile hier hin. Und das werden wir jetzt auch ausspielen. Klar kostet die Wartung auch einiges, aber wir können hier zum Beispiel jetzt noch einen Drohnenhub hinstellen. Und sollten jetzt einen Antrag, glaube ich, sogar von den Shuttles bekommen, dass die Shuttle das jetzt bringen. Jetzt bringen die Shuttle halt dementsprechend die Ressourcen, die sie brauchen, zum Bauen. Das ist halt echt geil.
Wir müssen gleich wieder eine Horde Shuttles anschießen. Ah, wir haben aber keine Elektronikteile mehr. Ah, oh, scheiße. Uns fehlen echt Elektronikteile, ich glaub's nicht. Können wir nicht irgendjemanden Elektronikteile abkaufen auf der Karte hier? Ah, der hat auch nur 10 Elektronikteile. Wie schaut's mit dir aus? Auch nur 10 Elektronikteile, auch nur 10 Elektronikteile. Dafür haben die viel auf Polymer rein, theoretisch. Hat der viel Elemetalle. Kontakt. Handel. Wir schicken 50 für den Austausch. Ah, das können wir auf jeden Fall machen. Schicken. Und dann können wir sonst nachher uns selber die Sachen noch mal kaufen. Wenn wir mit den verschiedenen Sachen hier Handel treiben. Nee, da bin ich jetzt drauf nicht so aus. Wie schaut es hier mit Handel aus? Ah, nee, ich brauche eben mehr Geld, Leute. Handel beginnen. 50 Polymer für 200 Nahrung. Du bist doch so schon so reich. Wir schicken 50 Polymer im Austausch für 200. Alter, what? Verdeckte Operation, was kann ich denn da machen? Drohne stehlen? Technologien stehlen? Kolonisten rekrutieren? Gebäude sabotieren und Fortschritt Meilenstein? Nichts fürs Erste. Das ist jetzt natürlich scheiße. Aber mit dem ersten Schub kriegen wir schon wahrscheinlich einiges zusammen. Der Wassertank ist wieder bumm voll. Der Sauerstofftank ist noch nicht voll. Sektor scanned. Ja, Beton kann ich aber aktuell nicht brauchen, Leute. Wie gesagt, ich müsste eigentlich hier noch eine Kuppel hinsetzen. Oder halt an die nächsten Edelmetalle wieder ran. Wie gesagt, die Dinger bauen ja und die machen pro Soll auch 2, aber und die halt nur 4, aber wir brauchen. Wir schicken nochmal eine Passagiermaschine. Wir brauchen mehr Geologen, aber in dem Fall. Kann ich nicht. Eins damit kann ich gegen Offizier und Geologe. Ein Mediziner wäre auch noch ganz cool. Wissenschaftler nicht auch noch mit. Passende Bewerber. 29 von 100. Daten. Jetzt haben wir fast kein Polymer mehr. Die Polymerfabrik ist halt auch bumm leer. Kleine Wohnungen, die wir bauen können, rein theoretisch. Was ist das für ein Ding? Verschiedene Rover-Typen. Ach, da geht nur der ferngesteuerte Rover, Leute. Wohngebäude, Apartments, ja, die sind halt riesig. Ich müsste irgendwo halt noch die Sachen rausschicken dann. Ja, aber halt heute, das ist auch ja so eine Sache, das will ich nicht abreißen in dem Fall. Haben wir nicht irgendwie so einfach nur. Ja, perfekt. Genau das wollte ich. Oh, was ist jetzt passiert? Vielleicht echt noch Strom anders liefern. Aber irgendwie nachts geht der Strom einfach aus.
Das verstehe ich noch nicht so ganz. Vielleicht wie ich den Strom bringe, aber ich weiß nicht warum. Funktioniert der Drohnenkommandanten entfernen, aber hä? Was ist denn das Problem jetzt? Tagsüber geht es dann wieder los. Das ist ganz, ganz komisch. Der baut, oh, der baut auch ganz viel wieder Scheiße. Okay. Was ist denn das für eine Maschine? Der Himmel gehört mir. Das ist mal ein cooles Achievement. Neue Kolonisten da. Kannst du wieder abheben? Du kannst wieder abheben. Du hebst auch gleich ab. Wir bräuchten bitte eine Frachtrakete nochmal mit bisschen Polymer und vor allem Elektronikteilen. Starten. Neue ankommenden Kolonisten. Wir stellen dich mal erst auf Pause. Haben Kabel irgendwie so ein Limit, mit was sie arbeiten können? Wir sind auch mittlerweile am Arbeiten, dafür sind hier weniger wieder am Arbeiten. Was ist das hier, das man mit dieser Kuppel, die keine Lebenserhaltung hat? Und jetzt hier eine Batterie hin. Ich check's sonst nicht mehr. Ich check's echt nicht mehr, Leute. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge noch genauer an. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben. Jetzt ist aber das Ding noch aktiv. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao.